Ja, hallo und herzlich willkommen, die Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zurück zu Grand Tactician Civil War. Ja, und herzlich willkommen hier zurück an diesem wunderschönen Kartentisch. Also, ich habe ein bisschen offscreen über dieses Spiel und über dieses große Problem, was wir haben, was wir auch als Südstaaten generell haben, nachgedacht. Habe mich auch ein bisschen mit der Geschichte weiter beschäftigt, der Südstaaten, und da sind mir halt so ein paar Sachen nochmal klar geworden. Und das macht dieses Spiel auch so unglaublich stark, dass es mich dazu verleitet, offscreen und nachdem ich den Rechner ausgemacht habe, weiter mich mit diesem Spiel zu beschäftigen, mich mit diesem Konflikt zu beschäftigen, die Leute kennenzulernen, die damals, ja, die Protagonisten dieser Zeit waren, die Umbrüche, die stattfanden, gesellschaftlich, wirtschaftlich, militärisch, ethisch, moralisch, ja. Spannender Konflikt, und es ist ein Konflikt. Wir Europäer neigen halt dazu, aus europäischer Sicht und aus der heutigen Sicht vor allen Dingen, ja, das zu betrachten, und das führt dann oft auch dazu, dass man dem Süden Unrecht tut, dass man den Norden überhebt, und ja, viele Dinge stellen sich dann doch ein bisschen anders dar, wenn man das dann betrachtet. Ich will nicht alles ansprechen jetzt zu Anfang, aber so ein paar Sachen will ich eben mal nennen, damit wir jetzt die Entscheidungen, die hier anstehen, dann auch eben gut begründen können. Also, Sklaverei ist bekannt. Abraham Lincoln hat übrigens immer betont, dass die Sklaverei nicht der Kriegsgrund ist. Also es geht hier nicht darum, die Sklaven zu befreien. Deswegen wird hier kein Krieg geführt. Punkt. Das ist einfach so, ja. Das sehen wir heute leider dann immer ein bisschen verklärt einfach. Ah, der Lincoln kommt um die Ecke und befreit jetzt die ganzen Sklaven. Das war ein Nebeneffekt. Der Kriegsgrund ist hier ganz klar die Sezession. Die Sezession, die Rebellion oder aus Sicht des Nordens, aus Sicht des Südens ein Wahrnehmen ihres Rechts sozusagen. Also die Staaten haben sich gesagt, wir sind freiwillig hier beigetreten, wir können auch freiwillig wieder raus. Wenn wir das vorher gewusst hätten, dass wir das nicht konnten, wären wir niemals der Union beigetreten. Also wir möchten hier raus. Ne, die haben aus ihrer Sicht nichts falsch gemacht halt, ja. Und das haben sie eben gemacht, weil sie Angst hatten, dass man ihnen vorschreibt, wie sie mit ihren Sklaven umgehen sollen. Also von daher, der Konflikt entzündet sich schon an der Sklaverei, aber der Krieg nicht, sondern eben an der Sezession selbst, also die Separation, die offene Rebellion gegen die Regierung in Washington. Und das hat Lincoln auch ganz klar so formuliert, ja, dass die Sklaverei nicht der Kriegsgrund ist, sondern eben die Sezession. Und er hat auch ganz klar gesagt, ihr dürft das selber entscheiden, ob ihr Sklaven halten wollt oder nicht. Die Südstaaten hatten dennoch Sorge, dass man ihnen das vorschreibt, weil es eben diesen Apolizismus, heißt das, glaube ich, diese, ja, Bürgerrechtsbewegung, so kann man es vielleicht nennen, die sich immer weiter radikalisiert hatte und dann eben auch bewaffnete Übergriffe auf Südstaatler gab es, was dann übrigens dazu führte, dass die Südstaaten dann gesagt haben, okay, jetzt greifen diese Abolizisten, greifen uns mit Waffen an, wir brauchen Milizen. Und dann wurden eben die ersten Milizen aufgestellt, auch das kann man hier im Spiel nachspielen. Und das war eben die Keimzelle der Südstaatenarmee sozusagen, diese Milizionäre. Witzigerweise hat der gemeine Südstaatler, hatte ja überhaupt keine Sklaven. Und er hat auch keine Vorteile von der Sklaverei gehabt, sondern eben nur eine Handvoll Leute, mehr waren es nicht. Aristokraten, Geldadel, ja, Großgrundbesitzer, die haben sich abnorm die Taschen voll gemacht. Das gleiche Phänomen übrigens im Kolonialismus. Einige wenige werden unglaublich reich. Der Rest der Bevölkerung in England zum Beispiel, der hat überhaupt keinen Vorteil von diesem weltumspannenden Empire, ja, oder in Spanien, ja, die Schatzflotte, hieß das, glaube ich, die spanische Schatzflotte, die da Gold in Unmengen halt nach Spanien transportiert hat. Da hat jetzt der Spanier nicht die Fuffis durch den Club geworfen deswegen, ne, sondern das waren eben die Aristokraten, die das Geld gemacht haben. Der normale Bürger hatte eigentlich nichts von. Jetzt haben wir in den Südstaaten eine unglaublich große Landmasse. Sieht so aus, als wäre das sogar größer als der Norden. Hier leben aber nur 9 Millionen Menschen, wovon 4 Millionen Sklaven sind. Hier leben 21 oder 24 Millionen, irgendwie so. Zieht man die Sklaven hier ab,
haben einen Faktor 4 oder sogar den Faktor 5 Verhältnis der Bevölkerung. Das ist ein ganz großes Problem für uns. Dem müssen wir gerecht werden. Ein weiteres Problem ist die Sklaverei selbst. Mal abgesehen davon, dass die halt dann eben für die Truppe wegfahren. Also hier leben 4 Millionen Menschen, deswegen auch der Faktor 4 oder 5. Eben nicht 9 zu 21 oder zu 24, ich weiß gerade nicht, wie viele das sind. Sagen wir jetzt einfach mal Worst Case, 24 Millionen im Norden, 9 Millionen hier unten. Sondern 4 Millionen Sklaven muss man hier noch abziehen. Da bleiben nur noch 5 Millionen Menschen, die 24 Nordstaatlern hier gegenüberstehen. Ja, also ein Faktor 5, besten Falle 4. Das ist ein großes Problem. Wirtschaftlich sieht es so aus, da natürlich die Hälfte, wir vereinfachen das, sagen die Hälfte der Bevölkerung der Südstaaten nimmt überhaupt nicht hier am Wirtschaftskreislauf teil. Ja? Das heißt, die Kaufkraft hier ist massiv eingeschränkt. Das ist ein Problem, weil wir in diesem Staatsgebilde hier, der konföderierten Staaten von Amerika, marktwirtschaftliche Strukturen haben. Private Investoren, private Unternehmen und so weiter. Die Hälfte der Bevölkerung aber gar nicht an diesem Wirtschaftskreislauf teilnimmt. Und das ist ein riesiges Problem. Das gleiche übrigens im Kolonialismus. Ne? Das hat auf marktwirtschaftliche Strukturen ganz, ganz negative Einflüsse, diese Art der Ausbeutung. Das ist nicht alles Gold, was da glänzt. Ne? Das, wie gesagt, einige wenige, die machen sich brutal die Taschen voll. Aber weder der Staat noch die Wirtschaft noch der normale Bürger hat einen Vorteil von dieser Sklaverei. Ne? Der Staat New York, der hat eine größere Wirtschaftsleistung, eine größere Wirtschaftskraft wie die gesamten Südstaaten. Das sind die Fakten, die hier auf dem Tisch liegen, mit denen wir umgehen müssen. Wir sind von der Manpower brutal unterlegen und von der Wirtschaft sind wir brutal unterlegen. Von der Waffentechnologie sind wir unterlegen. Ja, man fragt sich dann heute, warum haben die eigentlich diesen Krieg geführt? Man muss dazu sagen, der Aggressor ist hier der Norden. Das sind nicht die Südstaaten. Ne? Die Südstaaten haben ihr Recht wahrgenommen, aus ihrer Sicht. Haben ihr Recht wahrgenommen und haben sich separiert. Ne? Haben einen eigenen Staat gegründet und der Norden sagt, das ist Rebellion. Das dulden wir nicht, wir greifen an. Das ist jetzt hier die Situation, mit der wir umgehen müssen. Wir haben einen Aggressor, der uns jetzt schon 1 zu 2 überlegen ist. Also hier haben wir 41.000 Mann gegen 19.000 Mann und hier haben wir 20.000 Mann gegen roundabout 10.000 Mann. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und hier haben wir ein Gefecht, was ansteht. Und ich sage euch eins, das verlieren wir. Die Südstaaten haben hier historisch gewonnen. Da haben aber Faktoren reingespielt. Das glaube ich nicht, dass das im Spiel so funktionieren wird. Da sind die Linien bei Manassas, die Linien sind alle zusammengebrochen, bis auf eine einzige Einheit, die stand auf einem Hügel, von Jackson geführt. Die haben ihre Linie gehalten. Und dann sagt da ein Offizier zu seinen Leuten, seht mal da oben, die Männer von Jackson, die stehen wie eine Wand aus Stein. Seitdem hat er auch den Spitznamen gehabt, Stonewall Jackson. Das führte dazu, dass die in Auflösung begriffenen Südstaatler wieder in die Formation zurückgekehrt sind und die Linien gehalten haben. Ja, also ein psychologischer Effekt, der hier, glaube ich, nicht nachzubilden ist. Die Nordstaatler, die haben ihren Sieg schon gefeiert quasi, die haben schon angefangen, Souvenirs vom Schlachtfeld zu sammeln und waren dann ganz überrascht, dass der Süden jetzt hier doch noch weiterkämpft. Zusätzlich kamen Verstärkungen sind Verstärkungen eingetroffen, Reserven eingetroffen auf dem Schlachtfeld, die die Reihen der Südstaatler verstärkt haben und so sind dann die Truppen des Nordens ins Wanken geraten, ja, und haben sich zurückgezogen und so wurde Manassas gewonnen. Das werden wir hier nicht nachbilden können. Aber, deswegen liebe ich dieses Spiel so, dieses Spiel ist wie ein Brennglas, was meine Leidenschaft, mein Grund, warum ich Gamer bin, warum Gaming mein Hobby ist und warum ich diesen YouTube-Kanal betreibe, dieses Spiel ist wie ein Brennspiegel und fasst das alles zusammen. Weil ich, nachdem ich den Computer ausgemacht habe, weiter über dieses Spiel nachdenke und Bock drauf habe, Bock auf dieses Let's Play habe und darüber nachdenke, mich damit mit dieser Historie, diesem Background hier, diesem Setting auseinandersetze und aus meiner Recherche zum Bürgerkrieg leite ich dann hier Entscheidungen ab für das Spiel.
unabhängig jetzt von den Spielmechaniken oder so. Und das ist einfach großartig. Ganz, ganz großes Kino. Und das spricht einfach so sehr für dieses Spiel, weil da so viel dahinter steckt, dass ich überhaupt, ich meine, wenn ihr Assassin's Creed spielt, könnt ihr da irgendwas, dass ihr euch Geschichtsdoku anguckt und dann wisst ihr, was ihr im Spiel zu tun habt? Ja, wohl kaum. Oder Hearts of Iron, also 4. Auf gar keinen Fall. No way. Hier schon. Und das ist ganz, ganz großes Kino. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Also, was machen wir? Die Verstärkungen haben mich dazu gebracht, dass wir uns hier zurückziehen. Wir kämpfen hier nicht. Denn Sun Tzu hat schon gesagt, Kämpfe, lest euch das durch, wenn ihr wollt, macht da Pause. Sun Tzu hat schon gesagt, kämpfe nur Kämpfe, die du auch gewinnen kannst. So. Wir werden dann die Army of the Shenandoah hier nach Osten verlegen, dass diese beiden Armeen sich gegenseitig unterstützen können, dass wenn einer angegriffen wird, dass beide kämpfen. Und dann haben wir eine numerische Chance, ja, auf einen Ausgleich. So, warte mal, hier wollen wir gerade mal, das löschen wir mal alles. Des Weiteren müssen wir kämpfen, machen das wie unser historisches Vorbild, die Südstaaten. Wir kämpfen defensiv. Und wir müssen versuchen, eigenes Blut zu schonen und den Gegner maximal abzunutzen. Ja, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Des Weiteren werden wir die Truppe aus Florida, wir werden hier eine Division gründen. Gucken wir hier, Jackson, Politiker, fantastisch. Das ist ein Kavallerist. A suitable rank, Infantry. Den nicht, der ist zu gut, der... Aber das sind eher so milizartige Kräfte, die wir jetzt hier haben. Das werden wir auch farblich dann darstellen. Machen wir das mal so. Und auch von der Uniform werden wir das mal so darstellen. Dient alles der Übersicht auf dem Gefechtsfeld. Das ist keine Spielerei. Nichts hier ist irgendwie unsinnig. Noch ein Jackson. Die heißen alle Jackson. Können wir mal lassen. Auch hier. Zack, zack. So, nochmal 1000 Mann. Kriegt er ebenfalls eine andere Uniform. So. Commander. Wieder ein Politiker. Können wir nicht austauschen. Hier würde ich aber gerne Artilleristen reinsetzen. Replace. Nee, suitable rank. Und Artillerie. Okay. Also, und Jackson wird verlegt. Ihr wisst es bestimmt schon, zu der Army of Potomac. Das ist unsere Schwerpunktsbildung jetzt, die wir hier haben. Und dann sieht das doch schon mal ein bisschen anders aus. Also, wir gehen jetzt nochmal zurück. Gehen wir einfach mal drüber. Ja, 22.800. Wenn die Verstärkungen Verstärkungen eingetroffen sind. Wenn die zusammenkämpfen, ja, kommen wir auf 40.000 Mann. Ne? Das ist doch dann schon mal eine andere Hausnummer. 40.000? Ne, 30.000. So. Ja, 30.000. Okay, des Weiteren werden wir jetzt hier wir halten hier Manassas. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht angegriffen werden. Wir werden mal einen Telegrafenmast bauen. So, das baue ich jetzt an. Was kostet das? 1,1 Millionen. Ja, das ist alles eine riesige Katastrophe. Mal gucken. Finanzen. 6,3 Millionen. Da werde ich auch gleich nochmal was zu sagen. Und hier müssen wir auch einen Telegrafenmast bauen. Kommunikation und Logistik ist hier key. Dann kommen wir zum Westen. Also ich habe ja hier am Anfang gedacht, wir machen so einen Corps, einen Pionierkorps. Das werden wir auch machen. Die Western Army. Und zwar werden wir 2000 Mann. Machen das mal so. So und so. Boah.
Johnston. Der könnte fast eine Einheit hier. Wir ersetzen den mal. Der ist echt gut. Wir ersetzen den mal. Infanterie, Citadel Rank. Hill, auch verdammt gut. Ich glaube so. Der sieht irgendwie cool aus. Der gefällt mir voll gut. Ach, wir lassen das mit Johnston. Das ist eine Division, das kann ruhig ein erfahrener Offizier führen hier. Das ist schon okay. Ah, ich hätte den. Ne, pass mal auf, dann machen wir das mit Hill hier. Hill. Hier ist er. Und Johnston, wir gehen mal hier in die Army of Potomac. Walker. Ah, dass wir den nicht rausschmeißen können, ne? Weil das so ein scheiß Politiker ist, ey. Musketeneinheit. So, hier müssen wir auch noch mal. Die machen wir auch grün. Ja, aber wir machen das noch mal hier, dass die ein bisschen schicker aussehen. So. Und hier genauso. Das sind die Rifles, die dann, dass die einfach gut erkennbar sind, ne? Weil die haben eine größere Range. Jackson, das war ja auch so ein oller Politiker, das ist echt ätzend, ne? 2500. Okay, wir lassen das mal. So, dann zurück zu Western Army. Transfer. Missouri State Guard, da verlegen wir Hill hin. Da können wir auch nochmal gucken, was haben die hier. Ach, guck mal, das ist ein Kavallerist. Hier. Replace. Suitable Rank, Infantry, Leadership. Was ist der denn jetzt? Finde ich den jetzt? Hier. Johnston. Zack. Okay, und das hier ist jetzt die Western Pioneer Corps. Kein Politiker, da bin ich erfreut. Und zwar Suitable Rank. Und hier, da Engineer. Ach, eine Engineer Corps, muss ich das dann nennen, ne? So. Und hier auch. 2000 Mann, Commander. Ach, scheiße, okay. Also es ist nicht, das ist das Western Engineer. Engineer. So, und ich würde hier nochmal aus Tennessee, ne, machen wir aus Mississippi, so, 1500, Recruit, Replace und dann kommt hier Engineer und Super Rank. Okay. Gut. Die kriegen direkt ihre Marschbefehle und zwar auch hier geht es jetzt darum, Telegrafenmasten auszubauen. Da kommen wir von Osten. Jetzt können wir mal gucken. Hier ist auch ein Telegraf, komischerweise.
Verstehe ich nicht so ganz. Weil hier auch, da führt gar keine Linie hin, ne? Wir werden mal nach Brownsville marschieren, um da dann einen Telegrafenmasten zu bauen. Und dann bauen wir den nächsten in Smith. Und dann gehen wir hier hoch. Johnston. Oh, das ist aber so ein kleiner Verband hier. Das ist... Nee, machen wir nicht. Replace. Dann könnte er hier was machen. Den heben wir uns auf, weil das ist einfach ein zu guter Offizier. Den würde ich dann auch gern bei irgendeinem Frontverband den einsetzen. Okay. Jetzt haben wir 20 Minuten gebraucht. Und dann möchte ich nochmal ganz kurz mit euch, jetzt machen wir erstmal, wählen wir erstmal hier das Ding ab. Jetzt haben wir die ganze Zeit diesen Kreis hier. Also, wir gucken uns mal. Also ich habe jetzt hier einige Erkenntnisse erlangt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Also, mir ist noch nicht so ganz klar, für welchen Zeitraum das hier ist. Ob das eine Monatsbilanz ist. Ich vermute mal eine Monatsbilanz. Oder ob das die Jahresbilanz ist. So, mal einen Schluck Kaffee nebenbei. Hier ist unser Guthaben. Wenn ich jetzt was kaufe, was ich jetzt gemacht habe, ich werde jetzt mal Play drücken und da werden wir direkt wieder ein Debt aufnehmen. Also ein Schulden, ja, ein Darlehen. Gucken wir uns jetzt erstmal das hier an. So, die Armee hat sich zurückgezogen. Dann würde ich jetzt hier zu dieser Kreuzung hier marschieren. Das geht nicht. Muss ich erstmal sortieren wahrscheinlich, ja. Desaster hat Galveston, ja. So, Navy ist einfach... Das ist leider für die Katz, ne? So, da bauen wir das Ding. Nee, können wir nicht marschieren, ne? So, haben wir eine Nachricht. Jetzt. Jetzt ist er angekommen, genau. Und jetzt können wir einen Marschbefehl geben. Ja. Okay, dann haben wir das. Johnston Destination, jawohl. Das ist ja okay. Smith at Destination. So. Da unsere Schiffe jetzt im Hafen, das ist doch gut. Okay. Haben wir natürlich jetzt hier im Süden, ich weiß nicht, können die auch Invasionen hier starten? Ich denke mal nicht, oder? So, der ist unterwegs. Kriegt er seine... Okay. Und du baust ja hier das Ding, ne? Das habe ich dir ja gesagt, oder? Ne, du nicht, sondern... Hier. Ja. So, die Truppe... wird in den Marsch gesetzt. Das müsste jetzt irgendwie auch losgehen, ne? Ja, dass wir hier halt eine geringere Order Delay kriegen, ist total wichtig. Wir haben hier halt schön ein Depot bei Manassas, das ist cool. Economy Alarm. Now the cost of pre-goods for this company are approx, while the produced goods are worth approx. Okay, und da müssen wir jetzt als nächstes natürlich mal drauf gucken. Also, ich habe in der Anleitung nochmal gelesen. Wie gesagt, ich verstehe noch nicht so ganz, über was für einen Zeitraum das hier geht. Ob das monatlich, ich glaube monatlich, ne?
Und jetzt sind wir hier im Minus. Ich würde auch nochmal hier ein bisschen runtergehen. Das können wir uns halt einfach gerade noch nicht leisten. Nochmal 2,5 Millionen Economy. Und hier die Agrarwirtschaft würde ich auch nochmal ein bisschen runterfahren. Das war einfach Economy und Industry halt wenigstens hochhalten. Heavy Upkeep, Army Upkeep, Recruitment, Supply Depots, das ist halt auch echt brutal. Administration, Subsidies. So, machen wir mal schneller. Jetzt ist Nacht. Jetzt ist Tag und dann marschieren die Kameraden auch. Mal langsamer, das wird mir jetzt zu flott hier. Es gibt echt kein Spiel, finde ich, was so gut abbildet. Diese Art, wie Armeen hier bewegt werden, wie die sich gegenseitig unterstützen. Ich weiß auch gar nicht, ja, wenn das jetzt nicht in diesem Einzugskreis ist für Verstärkungen, die aber einen Marschbefehl haben in diese Richtung, ob die dann trotzdem nach mehr, weil die so eine Schlacht geht ja auch mehrere Tage und ich vermute mal, die können dann trotzdem noch eintreffen, ne? Also wenn ihr ein Gefecht habt, macht es glaube ich schon Sinn, die Armee dann wenigstens im Marsch zu setzen in diese Richtung. Und ja, also 2-3 Tage kann das Gefecht ja gehen und da können die natürlich einiges an Strecke machen, gerade wenn wir mit der Eisenbahn die Truppen verlegen, ne? Also unglaublich gut, also haben wir jetzt immer noch nichts aufgenommen. Ich tippe dann mal auf den ersten des Monats, ja, wenn das dann abgerechnet wird. Ja, und dieses Minus muss dann quasi aus der Staatskasse finanziert werden. Sehe ich das richtig? Also wenn ich jetzt ein Gebäude baue, dann läuft das hier auf. Und am Ende des Monats, oder was, wird das dann damit verrechnet? Oder wird das sofort hier mit verrechnet? Weil das, so habe ich das irgendwie dann erst im Text verstanden. Aber so wie sich das jetzt hier verhält. Also da stand, dass das aus der Staatskasse Ausgaben getätigt werden. Und wenn das nicht gedeckt werden kann, dann werden Schulden aufgenommen. Auch wenn die Jahresbilanz positiv wäre, müssen trotzdem Schulden aufgenommen werden. Wenn die Kasse, also wenn ich jetzt für 5 Millionen eine Brücke baue oder was, ja, und ich habe nur 4 Millionen auf dem Konto, dann muss ich Schulden aufnehmen, um diese Brücke zu bauen. Auch wenn die Jahresbilanz insgesamt positiv trotz der Brücke wäre. So habe ich das gelesen halt, ja, aber jetzt haben wir ja auch der gebaut. Gut, diese 5 Millionen sind jetzt auch weniger geworden, ne? Hier war ja 5 Millionen. So, die sind jetzt wenigstens ein bisschen runter. Recruitment haben wir 4,4. Das ist dann hoffentlich bald vorbei. Wieso? Was für Depots haben wir denn hier, ey? Das ist echt übel. Cost of supply delivered from supply depots. Suppose are purchasing goods on the market to fill up their stock and aim a better supply for your armies. Ah ja, ja. The stated expenses are per annum, es ist Jahr, ne? Estimated that are from the purchased of the last week. Was? That are derived from the purchases of the last week. Kann mir diesen Text mal bitte jemand erklären? Wir gucken mal jetzt beim nächsten Monat, wie sich das dann verhält hier. Weil dann müssten natürlich diese Ausgaben und so das dann wieder genullt werden, ne? My core has reached, jawohl. Ah ja, da fällt mir noch was anderes ein. Stell ich doch mal direkt hektisch den Kaffee weg. Waffen kaufen, Leute. Warum sagt denn keiner was? Order available.
8, machen wir 16. So, jetzt haben wir 500.000 ausgegeben. Jetzt geben wir nochmal 500.000 oder sagen wir hier mal ein bisschen weniger, weil dann sind die schneller da, weißt du? Allerdings werden die auch billiger dann, wenn man mehr bestellt, ne? Also wir zahlen jetzt für 8, 290, für 16, 500, nee, ist nicht billiger. Ich bestelle mal nur 8, dann ist es schneller da. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, es ist hier direkt abgezogen worden. Okay, also wenn ich ein Gebäude baue, wenn ich irgendwas kaufe, das wird mir hier abgezogen. Weil ich habe dann immer gedacht, das läuft dann hier irgendwie auf. Aber die Frage ist jetzt, wann das hier verrechnet wird. Ja, ob das jetzt, weil hier steht ja das hier per annum. The state expenses are per annum. The stated expense per annum. Steht hier auch nochmal per annum irgendwas? Also Jahresbilanz ist das, ne? Achso, warte, aber trotzdem, wir müssen Schulden aufnehmen, das bringt alles nichts, weil wir haben ja noch ein anderes Problem. Ökonomischerweise, was ist das denn für ein Wort? Okay, ups, also, wir gucken uns jetzt nochmal die Shortages an. Flour ist das ganz, ganz große Problem, ne? Also Mehl. Food Production ist ein großes Problem. So, jetzt haben wir Schulden aufgenommen. Today issued 25 Millionen Bonds on the public debt market at the current interest rate. Also wir haben 25 Millionen zum Zinssatz von 7,74 aufgenommen und damit haben wir insgesamt 90 Millionen. Jetzt gucken wir mal. Jetzt sind wir aber auch hier im Plus. Na, weil wir halt drunter gefallen sind. Jetzt verstehe ich das so langsam. Und das muss man halt erstmal begreifen, ja, diese Zahlen, wie das alles zusammenhängt. Also, und jetzt werden wir nochmal gucken, was wir für Gebäude bauen. Ich will jetzt mal für, sagen wir, 15 Millionen Gebäude bauen. Weil wir einfach ganz große Probleme hier haben. Und zwar Mehl haben wir die gigantischsten Probleme. Food Production ist auch nicht so geil. Und Iron Ore haben wir auch Probleme. Also, wir gucken jetzt mal, ja. So, hier laufen zum Glück schon ein paar Subventionen auf. Ich mach mal Autoplacement an. Dann zahlen wir jetzt dafür 8 Millionen. Ja, super. Können wir zwei Mühlen bauen und das war's. Dann sind die 15 Millionen weg, die ich hier eingeplant habe. Foundries. Warte mal, das müsste ja hier in Klammern da. Iron Production, ja. Aber ich würde, wir bauen mal eine Mühle. Zack, und jetzt sind auch die Subventionen hier übrigens weg, ne? So, noch eine Mühle. Und ich würde mal, wo ist denn unsere Eisenmine? Die dürfen wir halt auf gar keinen Fall verlieren, ne? Da, hier, ne, Kohle. Da. Boah. 20 Millionen, das können wir uns nicht leisten. Das geht nicht. Krass. Aber hier seht ihr, das ist wirklich ein geniales System. Hier laufen auch Subventionen auf, ne? Also das Problem, was wir haben halt, ja, ist ja, dass das hier
limitiert, was wir für ein Investment tätigen können. Durch Subventionen kann aber die Größe des Investments dann verringert werden. Also wir können quasi in einen Fonds, wenn ihr so wollt, einzahlen, um dann Kapital zu haben, um hier nicht so viel dann aus dem Pott nehmen zu müssen, ne? So, nochmal Play. Aber ich glaube, so langsam begreife ich das jetzt, ne? Also ich habe vorher mal nicht gewusst, warum nehme ich denn jetzt hier so viel auf? Und also diese 36, minus 36 sind jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Ich warte jetzt nochmal auf den nächsten Monat, ja? Ob das dann irgendwie ein Problem ist. So, jetzt haben wir... Ja, okay. Ah ja, das ist... Wer ist das? Ja. Okay. Drück mal die Daumen, dass ich jetzt hier einen Telegrafenmast bauen kann. Nee, kann ich nämlich nicht. Weil wir... Doch, kann ich. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Kann ich. Na komm. So. Kostet halt auch nochmal 400.000, aber das brauchen wir halt ganz dringend. Weiter geht's. Das wird eine ziemlich große Schlacht dann geben hier, ne? Boah, die bringen hier nochmal Verstärkung ran. Weiß nicht, brauchen wir die Zeitung überhaupt? Gucken wir mal. Nee, ist noch nicht da. Army of Occupation. Mal langsam. Army of Occupation. Die muss ja irgendwo fehlen. Können wir hier scouten? Army Orders. Scouts. Burn down enemy infrastructure and forage all supplies the troops can carry. When raiding troops in this unit will skirmish with all enemies within range. Raiding will hit the population hard. Order the unit to perform scouting to improve intelligence gathering on the enemy. Readiness of the unit. Cavalry is employed to perform scouting and patrolling. Only cavalry organized as cavalry corps will fight in field battles, but it takes a scout. Ich habe jetzt hier einen Telegrafenmast gebaut, ja. Telegraph Station Condition 100% may reduce the condition of building resulting repair cost, bla bla bla. Doch, hier ist jetzt so eine Linie. Ah ja. Nee, aber das ist doch... Also, ist das eine Telegrafenlinie, ja? Aber ich glaube, es war jetzt auch recht schnell, ne? Den Befehl, den er gekriegt hat. Aber, ne, also der kriegt jetzt seine Befehle nicht von diesem Telegrafenmast irgendwie. Habe ich hier was falsch gemacht mit dem Telegrafenmast? Weiß ich jetzt gerade nicht. Komisch. Kann es sein, dass dieser Army of Occupation hier in Grafton stationiert war? Was haben wir hier an Männern? Wir setzen die mal in Marsch Richtung Grafton. Oh, es ist spannend. Es ist so spannend, Leute. Verdammt. Es ist so, hat so eine ganz lange, also, ja, aber so eine ganz langsame Pace irgendwie das Game und wie man, das ist echt geil, also.
Na, auch, dass die Armeen so sich so gegenüberliegen so lange halt, ja, das ist so geil. Welches Spiel kann denn sowas? So. Engagement. Ja, Leute. Die greifen an. Schlacht von Manassas steht bevor und das ist leider jetzt nicht so, wie ich dachte. Wir haben unsere Verstärkungen noch nicht bekommen. The enemy is not offering a battle if you don't attack. Order your unit to deploy, defend and to hold the enemy. Ich mach das mal. Ich weiß jetzt nicht genau, was dann passiert. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Aber ich glaube, wir kommen ja nicht. Wir kommen ja nicht drum herum. Ja, ich kann hier auch speichern. Wunderbar. Dann ist das natürlich was für die nächste Folge. Und jetzt stehen wir schon wieder hier 1-2 uns gegenüber, ne? Ist das euer fucking Ernst? 30 und 18 Geschütze. Bitte was? Withdraw, retreat. So eine Kacke. Können wir nicht machen. Ich denke da nochmal drüber nach. Das müssen wir dann in nächste Folge irgendwie behandeln. Ich weiß nicht, ob wir das machen sollen oder ob wir uns zurückziehen. Die sind uns so krass überlegen. Diese scheiß Army of Occupation, ey. Nun gut, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, es wird spannend. Ich glaube, wir ziehen uns zurück und warten auf die Verstärkung aus Florida. Und da kriegen wir eine ganze Division nochmal, ne? Also, das macht einfach einen riesigen Unterschied. Ja. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.